Was? Was? Ja, okay. Im Easy Mode gibt es keine Achievements, wie es hier unten steht. Wir spielen im Normal Mode. Octavine Vero Arts. Okay, kleines Intro. Mr. Smith. Die Story, die ich erzählen werde, ist niemals passiert. Oder ist nicht passiert. Huch. Oder vielleicht doch. Ich bin zu alt, um Realität und also Realität von Träumen zu unterscheiden. Der Vollmond leuchtet diese Nacht. Und starker Wind zieht durch diesen Kampf. Wie sie es normal auch tun in dieser Zeit des Jahres. Aber das hat die drei Kinder nicht aufgehalten. Ich kenne sie nicht persönlich. Aber sie hängen hier oft in der Nachbarschaft rum. Sie sind populär und krokig, weiß ich jetzt nicht, was es heißt. Sie erinnern mich an meine Army-Kumpane. diejenigen, die mich in der Dusche geschlagen haben und meine Schuhe mit Pisse vollgemacht haben. Diese Art von Leuten, wenn du verstehst. Auch in der tiefsten Dunkelheit verhalten sie sich so. Aber das ist diese Nacht nicht von Belang. Was sie finden werden im Morgenshaus, würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Niemand außer mir kennt die Geheimnisse hinter dieser Tür. Und ich habe sie nicht gewarnt. Ich wollte sehen, was passiert. Und ich fühle mich kein bisschen schuldig. Okay, hör mal, was machen wir hier vor dem Haus von deinem Onkel? Paul? Es ist nicht mehr sein Haus. Er ist in der Psychiatrie eingesperrt. Er ist übergeschnappt, nachdem mein Cousin gestorben ist. Okay, hör mir zu. Die Situation ist so. Mein Bruder ist diesen Morgen hierher gekommen und hat meine Sammlung von Midnight-Zombie-Cards, also Midnight-Zombie-Karten, überall verstreut. Sie könnten überall sein. Annette? Er hat deinen Kram da verteilt, wo Nora gestorben ist? Bruder des Jahres. Paul? Du verstehst nicht. Ich habe ihn gefragt, es zu tun. Benjamin? Was? Warum würdest du so etwas tun? Paul? Weil so beginnt mein Spiel. Das Uninvited Game. Die Regeln sind einfach. Warte, was? 1.
Wer auch immer den kürzesten Strohhalm zieht, geht zuerst ins Haus. 2. Wenn du die komplette Kollektion von 13 Karten findest, hast du gewonnen. Das ist ein Witz, richtig? 3. Das einzige Licht, was dich beschützt, ist dieses Glas, Fireflies? Wo zur Hölle hast du das denn her? Und seid vorsichtig, wegen dem Geist meines Cousins. Er ist sicher hungrig nach Vergeltung. Hahaha. You're nuts. Witze zu machen über die Tragödie deiner Familie ist echt krank. Oh, sieh an, wer mein Herz gewachsen ist. Du hast Noras Leben zur Hölle gemacht in der Schule. Ich meine, sie war ein Nerd. Sie hat es verdient. Aber ist auch egal. Ich gehe nicht in dieses Haus. Ich auch nicht. Oder? Was passiert, wenn wir es schaffen, alle Karten zu finden? Wer auch immer gewinnt, wird mich vertreten als Gangleader, also als Anführer, für den kompletten Monat. Was? Impossible. Unmöglich. Freut euch nicht zu früh. Ich spiele auch. Und ich habe nicht vor, zu verlieren. Seid ihr bereit, einen Strohhalm zu ziehen? Zur Hölle! Lass uns anfangen. Was ist mit dir, Benjamin? Du willst doch nicht der Einzige sein, der nicht dabei ist, oder? Wenn du Angst vor Geistern hast, kannst du dich ja im Schrank verstecken. Du bist echt das Schlimmste. Komm schon, gib die Strohhalme her. Erinnert euch daran, 13 Karten. Ihr müsst sie alle finden. Sie könnten überall versteckt sein. Fertig? Okay. Der kürzeste Strohhalm geht an. Wir haben Benjamin. Er ist gestresst. Okay, der schwitzt 15% schneller. Annette. Nitpicky. Also doppelte Chance, Coins zu finden. Und Paul hat sehr viel Energie und sucht 25% schneller. Ich würde sagen, wir starten mit Benjamin. Mit dem gestressten Benjamin. Okay. Let's go. Du hast den kürzesten Strohhalm. Hier are the Fireflies. Schüttel sie nicht zu sehr, sie könnten böse werden. Das ist wieder Mr. Smith. Psst, hey, du! Komm her für eine Sekunde. Ich habe hier was für dich, das könnte interessant für dich sein. Willst du es dir ansehen? Ich sag mal ja. Ah, okay. Bei ihm kann man Sachen kaufen. Schokoladenstern. Tame the Beast. Deo. Das Deo schützt dich vor dem Schwitzen. Und X-Ray Glasses. Okay, aber wir haben tatsächlich ja noch keine Coins gefunden. Das heißt, wir können leider nichts kaufen. Okay, komm zurück, wenn du was brauchst. Da. Wenn wir anfangen. Ready! Open the gate. Okay, move mit WASD, run mit Shift, Action Keys 1, 2, 3, look mit Maus, interact mit linker Maustaste.
Okay, wir schwitzen schnell. Kann ich hier überall... Okay, hier komme ich nicht rüber. Ah, wir können springen, aber wir kommen trotzdem nicht rüber. Wir können laufen. Gehen wir mal rein. Oh, was bist du denn? Willkommen im Minecraft Horrorhaus. Bist du... Kannst du dich bewegen? Automaton? Wow! Willkommen im Morgenshaus. Wir haben frischen Tee im Kühlschrank. Helf dir selbst. Wir sind leider... Wir haben leider keine Kekse mehr. Es tut uns leid. Hey, du. Mein Kopf möchte auch nicht mehr weiter. Lass mich dir einen Rat geben. Sie können uns hören. Versteck dich im Schrank, wenn sie sich zeigen. Sei schnell. Mach kein Geräusch. Und lass dich nicht fangen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt und kommen Sie wieder, wann immer Sie wollen. Was? Was ist das? Was? Was? Ich bin gerade mal die Tür reingekommen. Holy shit. Wir haben nicht eine beschissene Karte gefunden. Wir sind gerade ins Haus rein und sind schon tot. Really? Nee. Ich hab immer noch kein Geld, Mr. Smith. Es tut mir leid. Ach, verrückt. Okay, wir müssen uns also ein bisschen beeilen anscheinend. Und irgendwas hat uns gerade getötet. Heißt aber already searched. Okay, das heißt. Errungenschaft freigeschaltet. Hungry. Wie sieht's denn hier aus? Wo ist denn hier ein Schrank zum Verstecken? Yay! Wir haben eine Coin gefunden. Oh, man kann hier alles durchsuchen. Ja, wir können nicht im Katzenklo suchen, wie schade. Immer noch keine Karte? Nicht. Hey, you found a card! Midnight Zombies, Clown Zombie. Eine Karte haben wir jetzt. Da kommt sie wieder. Denn hier verstecken können?
Hey, Hungry Zombie. We found glass. My first glass is by Nora. That got me this on the strip. Ich bin schon ein bisschen im Stress hier. Hallo, Maniki Nico. Geht die jetzt nicht mehr weg? Ah, das ist nichts. Okay, wir müssen das nicht kaufen. Geht die jetzt nicht mehr weg, oder was? Oh, ich glaube, die ist an der Wand festgebackt. Und ist hinter, also will zu uns. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr hier weg, ey. Shit. Was? Hallo? Geh weg! Ja, doof. Ah! Bist du hässlich! Let's rock. Das war jetzt auch nicht sehr erfolgreich. Ja, wir müssen viel mehr, also viel schneller sein. Können wir denn jetzt was kaufen? Wir haben 2 Münzen, glaube ich. 3. Okay. Tame the Beast. Das heißt, wir können dir das geben. Das will ich. Okay. Unser letzter Charakter. Wir versuchen es nochmal. Open the gate. Gerne wissen, wo der blöde Schrank ist, wo man sich verstecken kann. Wir gehen mal hier lang. Was ist hier? Oh! Okay, dafür brauchen wir... Wie kommen wir hier wieder... Oh, nee. Nee. Wie kommen wir wieder... Hallo? Raus? Hallo? Ah, wir müssen einfach weg. Ah, hier ist der Schrank. Okay. Der war hier einfach im Flur. Das ist ja... Grandios. Okay. Wir haben einen Schrank auf jeden Fall in der Küche noch, den wir machen müssen. Oh, wir können in der Toilette suchen. Können wir hier irgendwas durchsuchen? Nee. Und wir haben einen Platz gefunden. Das hatten wir. Ist sie oben? Wow! Die spawnt einfach! Really? Ich hab gedacht, die kommt die Treppe runter. Das spawnt die einfach da unten. Geht die auch wieder weg? Wenn ich doch rausgehe, bin ich doch jetzt instant tot. Dann schaffe ich es doch auch nicht, ihr die Schokolade zu geben.
Komm, ich geh raus. Oh, sie ist weg. Sind wir noch oben? Wow, huch. So, wir schwitzen. Mich. Yay, der Scared-Zombie. Ah, hier ist auch ein Schrank. Errungenschaft freigeschaltet. Rock'n'Roll. Da ist sie wieder. Und der Pirate-Zombie. Mist, ich hab nicht auf den Code geguckt. 8417, ach, der steht da. Okay, super. Das heißt, wir können unten in die Tür. Aber wir haben noch lange nicht alles durchsucht. You found a picture, my first costume. Scheiße, wir schwitzen. Fuck! Scheiße, es hat so lange gedauert. Kacke. Rethink your strategy. Ja, danke. Try again. Wir versuchen es nochmal. Jetzt wissen wir ja ungefähr, was auf uns zukommt. Skippen das jetzt mal, das hatten wir ja alles gerade schon. Okay, das fängt tatsächlich wieder ganz von vorne an. Aber das können wir auch skippen. Ach, super. Ich würde mal mit Annette starten. Okay, wir schwitzen durch das Laufen. So, wir müssen ja wieder alles durchsuchen jetzt, ne? Nichts. Wir gehen direkt mal hier rein. Zählt aber als 1, oder? Ja. Okay. There she is! Hier was? Nee. Wir gehen hier direkt in die Küche. Hungry Zombie. Das hatten wir.
wieder. Und zieh hier rein. Mal schnell noch hier hinten. Warte, da stand doch gerade... Oh, das kann man auch durchsuchen. Really? Baby-Zombie. Okay, das, man muss, kann aber nicht jedes einzeln. Das muss man nicht. Gut. Puh. Jetzt da hinten im Schrank versteckt. Ah, Mist. Game over. Schublade. Ich kann sie ja nutzen. Mal schauen. Okay, das hat er noch genommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal. Kann man auch. Oh, die kann man auch durchsuchen. Okay, so. Noch was? Nichts, nichts, nichts. Das können wir nicht. Toilette. Auch nicht. So, die Dusche, das ging ja nicht. Egal noch, und dann kommen wir nach oben. Dann haben wir, glaube ich, oben alles. Bis auf die Tür. Tschüss. Weg ist? Sie hat an der Tür geklopft.
meine Güte. Gute, damit ist aber auch hart. Nee. Du willst nicht schon wieder hier hinkommen. Ah, jo, tschö. Wie ist das auch? Ist das die hinter einem herrennen? Und an der Tür klopft? Was sagt? Oh Gott. Ich schaff das doch nicht. Medusa-Zombie. Weg, jetzt kommt die da schon wieder und ich schwitze auch einfach viel zu sehr. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Refresh! Oh, wie gut! Und das Sandstone Trophy. Doch, das ist gut. Was sieht er? Nee. Gut. Okay. Oh Gott, habe ich mir jetzt davor erschreckt, dass dieses blöde Kissen sich mitbewegt. Oh, ich glaube, ich höre sie aber auch schon wieder. Kann ich auch nicht ausstellen. Von da bin ich gekommen, dann kommen wir hier bestimmt in den Flur. Fuck! Mich in Ruhe! Ah! Oh.
Errungenschaft, Fish Kingdom. You found glasses. Nein, ich komme nicht raus zum Spiel. Ich würde eigentlich auch gerne gerade mal eben runtergehen und das mit dem Code versuchen. Errungenschaft freigeschaltet. You found a picture. Pick up key. Attic in the basement. Es gibt doch noch ein Basement. Mist, ich brauche eigentlich was für den Scheiß. Lillys Garten? Was gibt's hier alles? Wie soll man das denn schaffen? Nein! Wo? Welche Seite? Wo bist du? Komm her! Geh weg! Mein Sweat-Level ist eh total hoch. Ich sterbe bestimmt jetzt sowieso, wenn das zu voll ist. Das Haus ist ja voll riesig. Okay, wenn das Level voll ist, dann kriegt sie uns auf jeden Fall. Ach, Kacke. Aber da gibt's noch so viel zu sehen. Let's rock. Let's rock, was? Ich weiß nicht mal, wie viele Karten wir schon haben. So, wir haben dann jetzt noch Benjamin. Den müssen wir auf jeden Fall Deo kaufen. Wir kaufen einfach mal 2 Deo. Puh! Ja, wo machen wir jetzt weiter? Ich würde sagen, wir gehen dann wirklich hinten in den Garten. Und wenn wir überleben, vielleicht nochmal nach oben, weil da ging es ja noch eine Etage hoch und irgendwo ging es auch noch. Oh, das ist der Keller. Das war der Schlüssel, den wir gefunden haben. Freezing Zombie. Ach, da oben rechts wird angezeigt, wie viele Karten wir haben. Uns fehlen nur noch 4 Karten. Ich hänge an den Büchern fest. Ah, hier steht auch ein Schrank. Das ist gut. Welcome to Paradise.
Der schwitzt echt ziemlich schnell. Kommt sie nicht. Warum gibt mir noch ein paar Karten? Los! Scheiße! Ah, Mist! Ach, Kacke! Oh, ich hätte auch dran denken können, ihr die blöde Schokolade zuzuwerfen. Nein!